Der Heimatverein Galen sorgt mit dafür, dass die plattdeutsche Sprache lebendig gehalten wird. Zum vierten Mal hat die Laienspielschar, eine der vielen Arbeitsgruppen des Heimatvereins, zu Düt und Dat ob Platt im Saal des Café Holtkamps am vergangenen Sonntagnachmittag und Freitagabend eingeladen. Wir waren am letzten Freitag dabei. Es ist schwierig genug, die plattdeutsche Sprache am Leben zu erhalten, rüberzubringen, dass sie schön ist. Hier sind sehr viele Leute vor 2 Jahren das erste Mal gewesen, die in Galen leben, aber überhaupt kein Platt sprechen und hier reingekommen sind und gesagt haben, wir gehen davon aus, wir wissen gar nicht, was wir hier sollen, wir verstehen gar nichts. Und die haben sich totgelacht und das war sehr schön. Und die sagen, also verstehen kann man eigentlich alles, ne? Nur sprechen eben nicht. Die Laienspielschar unter der Leitung von Elsbeth Klein hatte sich für die Veranstaltung so einige Dönekes ausgedacht. Mit einer Mischung aus Gedichten und Sketchen im typischen Gölzeplatt unterhielten die Darsteller ihr Publikum. Volker Rademacher war einer von ihnen. Ich habe es eigentlich von meiner Kindheit im Elternhaus mitbekommen, habe mich aber jahrelang nicht damit beschäftigt. Und durch einen Zufall bin ich dann zu dieser Truppe hier dazugestoßen. Und jetzt beschäftige ich mich wieder intensiver damit. Und es macht mir Spaß einfach, auch diese Kultur hier zu pflegen, diese Sprache, die so langsam so droht, hier so ein bisschen auszusterben, mal wieder in den Vordergrund zu bringen und das auch den Kindern so weiter zu vermitteln. Mit dabei waren auch wieder die Podcaster. 9 Kinder der Plattdeutsch AG in der Gemeinschaftsgrundschule in Schermbeck unter der Leitung von Barbara Breitkopf und Gerd Becks hatten neben ein paar Sketchen das Märchen Rotkäppchen aufgeführt. Also meine Freundinnen, die haben mir erzählt, dass das ganz cool ist und ich habe bei meiner anderen Freundin in der 3. Klasse mal zugeschaut bei ihrem Aschenputtel. Und das fand ich einfach toll und dann wollte ich das auch mal ausprobieren. Und bei mir, ich habe das gesehen und dann hat mich mein Opa überredet mitzumachen. Ich hatte einfach Lust auf mal ein anderes Deutsch zu sprechen, sozusagen. Hier ist was Schlimmes passiert. Das glöwig aber auch. Die Geschichte vom Rotkäppchen war von Ingrid Horstmann, Mitglied des Heimatvereins Erle, ins Plattdeutsche übersetzt worden. Kinder und Erwachsene hatten gleichermaßen viel Spaß an der Aufführung des bekannten Märchens. Ne, das ist mir zu genierlich, ne. Das genierlich, wie soll ich das dann verstorben? Dann musst du ihr auch fragen, was? Ob sie auch will. Hm. Und dann, Wesefahrer, da hätte ich doch von der Höchstlore gehört. Oh. Da will die doch noch, so hat sie gemacht, die Höchstlore. Da will die auch noch abgeleckt und abgesammelt worden. Nee. Die Darsteller der Laienschar brachten mit ihren 3 Sketchen das Publikum zum Lachen. Die kurzen Geschichten waren direkt aus dem Leben gegriffen. Köfferkin, Köfferkin, wir kürzen doch für sie Köfferkin. Die Kühe von sie, die Kiste von sie, die Wampe von sie, der Pölzackel. Das tut nichts zu sagen. Ah, das tut nichts zu sagen. Und ich dachte, du Litte, sind wir einfach eine Fluchtgäste sehen hatte. Hm? Ja, dann ja. So, so. Und dann akzeptiert ihr so eine fette Mäse. Denn Elsbeth Klein begeisterte das Publikum mit ihren Gedichten. Kommst du sie in eine wilde Welt, eroberst Freunde, Gut und Geld und läfst auf groben Tratt, vergettet nie das olle Platt. Während der gesamten Veranstaltung sorgten die beiden Akkordeonspieler Marie-Louise Beckmann und Robert Gerlin für musikalische Unterhaltung. Mit bekannten Volksliedern brachten sie den Saal zum Schunkeln und Singen. Zum Abschluss des Abends durfte natürlich das Lied Golden Meine Heimat nicht fehlen.